Jo Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. So, bevor wir jetzt auf die nächste Jagd gehen, wollte ich bei den Wechselkünsten, glaube ich, nochmal eine Sache wieder zurückändern. Ich dachte ja letzte Folge, dass das hier diese Seilbinder-Moves bin, beziehungsweise Seidenbinder-Moves heißen sie eigentlich, die ich hier austausche. Aber es sind meine normalen Moves, die ich auch noch switchen kann. Und der Dämonenflug könnte nett sein für höhere Monster, für größere Monster, wo man wirklich mal in den Kopf muss, wo es hier steht und wo es sonst schwierig ist, den irgendwie kaputt zu kriegen. Aber das ist ehrlich gesagt eher die Ausnahme für mich gewesen. Normalerweise ist es nie ein Problem, den Kopf irgendwie kaputt zu kriegen. Wenn man irgendwas gezielt farmen muss, wo man den Kopf raucht und man kommt nicht gut dran, ist das auf jeden Fall eine Option. Aber ich wollte eigentlich wieder auf den normalen Wirbelrausch zurückstellen, weil der ist eigentlich eine nette Möglichkeit, habe ich im Trainingsraum festgestellt, um in den Kampf zu kommen. Doch das sehen wir jetzt gleich auch nochmal. Wo wir gerade hier an der Truhe waren, könnte man auch direkt mal das Objektset hier laden. Ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben beim letzten Mal. Und dann können wir jetzt direkt weiter in den Kampf gehen. Und jetzt in der Sandebene ein Kulu-Yaku, den Kollegen, den kenne ich sehr gut aus den alten Spielen. Ist jetzt auch nicht die Mega-Überraschung. Er schmeißt ja sehr gerne, glaube ich, mit Dreck oder Eiern oder Steinen oder sowas nach einem. Naja, ist jetzt aber auch nicht die Riesenherausforderung. Dann gehen wir den Kollegen mal an, würde ich sagen. Ei, der daus, die verdammten Kulu-Yaku klauen dauernd meine Wyvern-Eier. Ich habe mehrmals versucht, die Sandebene zu durchqueren, aber sie lauern mir jedes Mal auf. Sandebene, da klingelt gerade was bei mir. War es ja nicht auch so warm, dass man ständig Ausdauer verliert? Musste man da nicht noch ein Kühltrank oder sowas gegen mitnehmen oder haben sie das auch komplett rausgepatcht? Genauso wie mir in der Wärmeebene auch ein Heißgetränk irgendwie immer nützlich war. Genau, er klaut gerne Eier. Ich glaube, die Kollegen da hinten finden das nicht so witzig. Ja. Oh! Nicht schlecht der Move, dabei sieht er gar nicht so helle aus, ehrlich gesagt, dieser Vogel. Der ist so hart. Das ist echt ein super witziges Monster, finde ich. Von seinem ganzen Aussehen und Verhalten her. Jo. Dann nehmen wir das mal wieder mit. Steigen auf. Und die Frage ist, wo ist er jetzt? Ist er links oder rechts? Wissen wir nicht so genau. Kann man auch links rausgehen aus dem Lager? Ah jo, hier ist sogar noch eine Höhle. Gut, dann können wir das mal nutzen, um hier die linken Gebiete auch nochmal aufzudecken. Dann hätten wir die Karte vollständig aufgedeckt. Guck mal, hier ist noch eine Lilie, die einen jetzt wieder irgendwo hin pfeffert. Ein großer Seilkäfer. Zack. Wow. Das war echt weit gewesen. That's what I'm talking about. Aber es gibt auch keine Linie hier, die einen wieder zurückschleudern würde. Okay, das ist also eine Einbahnstraße. Aber wir sind dem Monster, wo wir hinwollen, auf jeden Fall ein ganzes Stück näher gekommen. Okay, hier können wir auch wieder rauf. Oh, beim Erkunden der Region kannst du Orte finden, die sich zur Einrichtung eines Nebenlagers eignen. Richtig, das gab es im Monster Hunter World ja auch noch, dass man neue Lager errichten konnte. In der Regel, wenn man so einen Platz gefunden hatte, musste man dafür noch eine Lieferanfrage abschließen. Du musst die Quest von Kagero, dem Händler, für den jeweiligen Ort annehmen und abschließen. Ach, diesmal ist es eine richtige Quest, okay. Vielleicht ist es auch eine Lieferanfrage, wer weiß es schon so genau. Um das Nebenlager in diesem Gebiet freizuschalten, sonst bleibt dir die Nutzung verwehrt. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, das ist cool. Du kannst zu Nebenlagern schnell reisen. Wie Hauptlager haben auch Nebenlager ein Zelt, in dem du Essen, Ausrüstung ändern und die Buddy-Tafel benutzen kannst. Nebenlager haben jedoch keine Vorratstruhen und es können keine Objekte für die Lieferquest abgegeben werden. Ja, das macht nichts. So viele Lieferquests haben wir in der Regel ja nicht. Und generell, man kann auch direkt dahin reisen, glaube ich, wenn man eine Quest neu startet. Das ist schon ganz in Ordnung. Okay, Leute, wir haben den Barot gefunden. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, der war auch noch irgendwo in der Questliste. Aber für den Moment begnügen wir uns erstmal mit dem Kulu-Yaku. Dann müsste das der Kollege hier hinten sein. So.
Verteidigung hoch, können wir mal mitnehmen. So. Genau, und da ist der Kuroyaku. Wir gehen mal runter. Und jetzt wollte ich mal zeigen, der Standard-Move mit dem A. Der ist nämlich, wenn man in der Dämonenform ist und dann A drückt, dann huscht man nach vorne und dreht dabei direkt die Klingen. Das ist echt ganz geil, um in den Kampf zu kommen. Gerade wenn er jetzt wegrennt. Ach, der rennt schon komplett weg. Okay. Was ist er denn für eine Lusche und für ein Feigling? Wir haben jetzt einmal draufgehauen und er rennt schon komplett weg. Jo, können wir auch im Kampf hier das Erz abbauen? Ich meine, der Kuroyaku, gut, dass der Name immer links da steht. Da muss ich mir nicht merken. Ist jetzt nicht so aufdringlich, dass man da nicht eben was abbauen könnte. So, mein Freund. Weißt du, was du auch erstmal abkriegst? Zack. Oh, hat mich getroffen, mein Seidenbinderangriff. Ich glaube, ich habe ihn letzte Folge die ganze Zeit Seilbinderangriff genannt, aber ich glaube, es ist ein Seidenbinderangriff. Leider sind wir, na gut, das hat man gerade gesehen, ist das Ding für 55 Schaden explodiert. Leider sind wir jetzt gerade gestunt gewesen. Nein! Der Demon Dance war mal wieder völliger Fail. So, man sieht auch, er buddelt da wieder irgendeinen Dreck aus und will ihn mir jetzt vor die Fresse hauen. Oh nein! Ah, ich hab den Dreck kaputt. Ah, man kann den Dreck kaputt schlagen. Wie cool ist das denn? Say goodbye! So, einmal das Zeugs hier aufsammeln. Eine Büwanträne. War ja klar. Oh no! Ah doch, gerade eben noch den Schwanz wenigstens erwischt, aber nicht mein Kunai-Dingens da. Hä, haben wir irgendein kleines Monster erlegt oder warum hat sich die Liste da gerade geändert? Komm, hau das Ding doch mal raus. Nein, leider nicht erwischt. Oh, ach so, genau, er ist auch gepanzert an diesem Dingen. Ja, gut, das sollte man vielleicht nicht direkt hinter ihm machen. Nein, es hat auch nicht gereicht. So, einmal geheilt. Ja, okay, manchmal habe ich eine Neigung dazu, die Kämpfe etwas chaotisch werden zu lassen. Und das ist fast schon wieder ein typisches Beispiel dafür. Nur weil ich hier mal dumm meine Waffe schärfen wollte. Ja, klar. Er zerhaut meinen Schutz. Aber ist in Ordnung. Jetzt kriege ich meine Waffe wenigstens mal durchgeschärft, glaube ich. Genau. Ah, muss aber auch gerade bei so kleinen Monstern darauf aufpassen, dass man sich nicht zu weiter durchhangelt irgendwie. Warum hat er jetzt keinen Seilbinder abgekriegt? Ah, ich kann auch nicht mal einen Demon Dance starten, wenn er dieses Ding da in der Hand hat. So. Diesmal haben wir immerhin eine Prachtfeder bekommen. Haben wir ihn schon den Kopf verletzt oder was? Ich glaube, er will schon wieder weg. Heilen wir uns hier einmal kurz. Fangen schon mal an, unser Ding hier zu schärfen. Wo ist er jetzt hin? In den Untergrund oder wie? Ja, gut, dass man auch im Reiten einfach ernten und abbauen kann. Im Vorbeireiten quasi. Das war RPG-technisch jetzt nicht so geil. Aber doch irgendwie ganz praktisch. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn man für sowas absteigen müsste. Oh Mist. This is the end. Aha, schon wieder da vorbeigehauen. Du bist einfach zu klein, Junge. Er ist irgendwie außer Atem. Autsch. Okay, ich hoffe, ich habe ihn damit nicht mitgeheilt. Er steht auch mittendrin. Der Demon Dance ist ganz geil. Das ist irgendwie mal so 3 Sekunden Entspannung, wenn das Ding automatisch durchläuft.
So, bist du jetzt mal hier? Nein. Sag mal, bist du irgendwann mal bereit, um, damit ich mal aufmounten kann? Oh, er war jetzt sogar so weit. Hä? Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgekriegt. Zack. Na gut, da war die Wand zu weit weg. Okay, auch das sind so Sachen, die muss man irgendwie mal noch einschätzen lernen. Ich sehe rein gar nichts. Nein, viel zu weit weg, oder? Na, den Schwanz habe ich noch so ein bisschen in Reichweite. Das wäre aber besser gegangen. Er steht schon wieder zu weit weg. Okay, das war's schon wieder. Ich würde sagen, da kriegen wir noch eine Quest in der Zeit. Jo, jetzt geht's hier auch nächstes Mal Jagd- und Monstertechnisch so ein bisschen los. Ach guck mal, hier wäre noch so ein Britzelding gewesen, um das Monster zu blenden. Ich bin gar nicht dazu gekommen, das zu nutzen. Nicht, dass ich es gesehen hätte. So, dumm. Noch ein Pflänzchen, sonnenloses Gras, wer weiß, wofür es gut ist. Noch ein paar Pilze. Dich brauchen wir jetzt nicht mehr, den Seilkäfer. Ja, und den Gang hierauf kommt auch irgendwie nichts mehr. Ah, noch ein Pilzchen. Oh, also gerade eben noch gekriegt. Aber ich denke, das wird es jetzt gewesen sein. Ja. Piece of cake. Piece of cake, sagt sie. Und man sieht es jetzt schon. Okay, die Hautfarbe und das Gesicht erkennt man auch über Frisur, die man am Anfang gewählt hat, ist einfach mal völlig egal, weil das eh irgendwann vom Helm etc. einfach mal alles überdeckt wird. Na, irgendwann, ich glaube noch ein, zwei Quests müssten wir mal ins Buddy-Lager zurück und mal gucken, was unsere Buddy-Expedition so bringt und was unser Buddy im U-Boot so alles nach Hause gebracht hat. Er feilscht ja jetzt, zumindest leicht. Oh, Drexeline, es ist gerade ein dringender Bericht reingekommen. Die Randale ist fast an den heiligen Ruinen. Alle, die halbwegs mit einer Waffe umgehen können, helfen mir, das Gebiet um die Festung zu verteidigen. Dringende Stufe 3 Quest schon, oder was? Wir können aber nicht alle aufhalten. Du musst alles zur Strecke bringen, was durchbricht. Es geht hier nicht nur um unseren eigenen Hintern, sondern die Zukunft von Kamura. Verstanden? Nimm dringende Quest von Hinoa an und schlage das Unheil zurück und beschütze diese Zukunft. Okay, Drexeline, zeigen wir diesen Unholden, aus welchem Holz Kamura geschnitzt ist. Wahaha. Jo, es ist soweit. Haben wir schon wieder die nächste dringende Quest anscheinend. Es ist endlich soweit. Es gibt eine dringende Quest, die Randale zu stoppen. Ich brenne darauf, als Verteidigerin zu dienen. Sei nicht neidisch, wenn ich mich besser schlage als du, okay? Bist du bereit? Ja, optionale Nebenquest erfüllt. Bei Randale-Quests musst du Kamura gegen Monsterwellen verteidigen. Okay, das ist irgendwie neu. Du wehrst Monster hauptsächlich durch den Einsatz von Jagdanlagen ab, um die Festung zu verteidigen. Verteidige, bis die letzte Welle abgewehrt ist oder die große Bedrohung erlegt ist, um das Hauptziel zu erfüllen. Which quest would you like? Oh, eine Randale-Quest. Im Angesicht der Randale, aber ich vermute mal, es werden noch kleine und harmlose Monster sein, um erstmal zu zeigen, was so eine Randale-Quest überhaupt ist. Haben wir einen Moment Zeit? Ja. Ihr habt in der Sandebene einen Ort für ein Nebenlager gefunden, ja? Genau, haben wir. Da müsste es doch in den heiligen Ruinen sowas auch noch irgendwo geben, oder? Der älteste Vogen hat meine Hilfe beim Aufbau erbeten. Allerdings gibt es ein geringfügiges Problem, das uns an der Arbeit hindert. Ich hatte gehofft, ihr könntet es für uns erjagen. Dieses Nebenlager wird euch im Gegenzug dabei behilflich sein, eure Expedition auszuweiten. Wie du mir, so ich dir, wie es so schön heißt. Erlege 8 Kestodon. Okay, das ist ja super harmlos für das Lager. Vielleicht machen wir das mal eben direkt. Nee, nicht die dringende Quest. Was sollte ich machen? Kestodron oder sowas, oder? Liefere 8 klassische Dango-Zutaten. Wo ist denn diese Quest jetzt hin?
sehe. Nee, nicht optionale Nebenquest. Anfragen. Cool, das Lager sichern, Sandebene. Erlege 8 Kosten. Ach so, das kann ich auch nebenher machen anscheinend. Ich dachte, das wäre eine richtige Quest. Ah ja, genau, die Hauchlaternen. Ah, die Hauchlaternen, da muss ich mal dringend gucken, wo ich die herkriege. Und eine Steinachse fotografieren. Vielleicht erkundige ich mich da mal zwischen dieser und der nächsten Folge oder so. Jetzt gehen wir erstmal noch eine Runde jagen. Und zwar den Barod, den wir gerade schon gesehen haben. Ich glaube, das ist auch so ein Monster Hunter Klassiker. Ich weiß nicht, ob es ihn ab Teil 1 gegeben hat. Auf jeden Fall, seit ich Monster Hunter spiele, kenne ich dieses Vieh seit Monster Hunter 3 Ultimate. Genau, gib mal das Übliche bitte. Dankeschön. Leider nur der Arzt und der Polierer aktiv. Habe ich mein Inventar resettet? Weiß ich nicht, ich habe eh nicht so viel verbraucht. Ist gerade nicht ganz so tragisch. Achso, pfui, sieh mich nur an, von Kopf bis Fuß voller Schlamm, nur weil mich so ein doofer Barod angegriffen hat. Jetzt sind all meine Pilze ruiniert. Toll, kannst du diesem Barod vermögen. Genau, Barod ist so ein Viech, das suhlt sich sehr gerne im Schlamm. Suhlt sich gerne mit Schlamm ein, der als Panzerung dient, den man immer wieder abschlagen muss. Und matscht auch mich als Spieler gerne mal ein. But do not let your guard down. Don't pull any stunts. Flupsch. Einmal die Soße ins Gesicht. And none of them are good. Ist er die alte Dampflok? Sand and water. The monster is now found. Genau. Das ist der Barod, wie wir ihn kennen. Die alte Schlammspritze, echt. Schlammspritze und Dampflok. This will be easy, sagt sie, oder was? Ja, das werden wir sehen, aber ich gehe auch mal davon aus. Barod ist jetzt nichts Erschreckendes. Ich weiß noch, Monster Hunter 3 Ultimate war Barod so das erste Monster, wo ich Bekanntschaft mit abschlagbaren Teilen gemacht habe. Weil ich nämlich, glaube ich, eine Rüstung, ich wollte mir die Rüstung von ihm bauen und da brauchte man sein Horn für und sein Kopf ist ja mal mega hart, da braucht man fast einen Hammer für, um den kaputt zu machen. Also mit allen anderen Waffen ist es sehr, sehr schwierig, wenn es überhaupt geht. Aber ich glaube, es ging, weil ich hatte keinen Hammer. Hab's dann doch irgendwie geschafft. Und ja, das war auf jeden Fall eine Quälerei gewesen. Wo muss ich her? Dieses Barathorn oder wie das Ding heißt, da zu besorgen. Es hat mich auf jeden Fall auch einiges an Mühe und Stress gekostet. Ja, schrei du mal. Und einiges an Nerven vor allem. So, direkt mal den hier abgekriegt. Und da spritzt er auch schon den ersten Schlamm. Aber das können wir mal für eine ordentliche Ladung hier auf den Schwanz schon mal nutzen. Vielleicht kriegen wir mal hier als erstes mal den Schwanz von so einem Monster. Ist ja auch immer gerne als Zutat gesehen. Oh ne, so war es gar nicht gedacht gewesen. Ich hatte keine Waffe draußen, ich wollte eigentlich so einen Seidenbinderangriff starten. Jetzt aber. Uiuiui, er brüllt uns an. Ja genau, dafür ist nämlich dieser Arm-Move so geil, wenn man doch zu weit weg die Waffen zieht, kann man sich halt schnell dran begeben. Ich habe den Schwanz nicht erwischt mit meiner Seidenbinder-Attacke. Die Dampflok. Ach Mann, ey. Warum drehst du dich so schnell um? Ist doch scheiße, mein Freund. Wow. Wir haben ihn irgendwie zum Wackeln gebracht, aber gut, er hat seinen ganzen Schlamm hier stehen. Oh. Und drunter durchgerutscht, da war die Dampflok wieder. Und deswegen vorbeigehuscht. Nein! Here comes the pain.
muss der ganze Schleim hier rumliegen. Na toll. Wie kann man immer vorbeischlagen? Das gibt's überhaupt nicht. So. Kannst du mal aufhören, hier deine Lokomotivenangriffe zu machen? So, jetzt haben wir aber nochmal hier so einen Binderangriff. Dieser Schlamm, der hier rumliegt. Okay, ich weiß auch wieder, was am Barrot so nervig war. Einmal drunter hergewirbelt, leider. Ja, man merkt schon. Düngerschlamm. Boah, der ist auch hart, der Kopf. Aber gut, ich habe auch nicht die schärfsten Waffen hier. Aber man merkt schon, wenn er seinen Schlamm drauf hat, ist ja auch nichts mit kritischen Treffern und so. Oh. Let's go for a ride. Jo. Okay, that's enough. Ah, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr auf den Schwanz, aber ich lag einfach zu weit weg. Aber jetzt vielleicht nochmal. Ja, auch Schwanz, was man so Schwanz nennt. Es war mehr Fuß als Schwanz. Aber ich glaube, wir haben ihn. Jo! Okay, vom Kopf werde ich mich erstmal fernhalten. Ich sag ja, der ist super hart gepanzert. Das werde ich mir, glaube ich, erstmal schenken. Warum bin ich eigentlich nicht in meiner Demon-Form? Okay, ich glaube, er will erstmal weg. Dann haben wir Zeit, mal den Schwanz hier zu carven. Na, Gesundheit ist voll. Ich wollte gerade sagen, sonst hätten wir nochmal Zeit, uns hier so ein bisschen zu heilen. Jo, wir haben den ersten Barrot-Schwanz geplündert. Nice, nice. So, einmal wieder schärfen hier. Und dem Barrot hinterher. Ja, vielleicht sollte ich mal, also wenn ich am Barrot was am Kopf treffen will, sollte ich mal zumindest gucken, dass ich meine gelbe Schärfe, oder dass ich nachschärfe, wenn die gelbe Schärfe weg ist. Wobei ich dann auch ziemlich oft nachschärfen werde, das kann ich auch jetzt schon sagen. Oh, wir haben meine Ausdauer gar nicht zu Ende gebufft. Da ist natürlich mit der Doppelklinge oder den Dual Blades besonders schlecht. Ach, er... Er treibt sich hier mit dem Kalayuku, oder wie er heißt, rum. Ah ja, wir können ihn reiten. Sehr schön. So, genau. Man sollte den Balken hier auffüllen. So, und jetzt könnte man den berittenen Rächer auch noch machen. Okay, nach dem berittenen Rächer ist dann auch irgendwie Ende. Und er liegt schon wieder. Ja, auch wenn ich nur an ungünstige Stellen rankomme, wo ich nur auf seinem Fuß und seinem Schwanz rumhacke. Weil auf seinem Kopf geht eh nichts. Muss das halt wohl erstmal so sein. Und er liegt schon wieder. Oh Gott, er kann ja gar nichts mehr. Ah, jetzt wäre Zeit für Diebenform gewesen. Nicht mitgekriegt, dass ich rausgekommen bin. Ja, ja. So sind die Dual Blades.
Oh, ich habe so einen 7 Dance für Arme, glaube ich, gemacht. In der Arc-Demon-Form. Autsch. Ah, die Dampflok kommt. Oh, oh, jetzt bin ich ohnmächtig, beziehungsweise gestunt. Und das könnte jetzt zur Ohnmacht führen. Ja. Ich dachte, es wäre meine Ohnmacht in dem Spiel und wir sind ohnmächtig. Aber irgendwas hat ihn getötet, während ich ohnmächtig war. Wie witzig war das denn jetzt schon wieder, Leute? Wahrscheinlich mein Wolf oder meine Cat oder so haben ihn jetzt gerade umgehauen. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, es erwischt mich jetzt. Ach ja, herrlich. Deswegen liebe ich dieses Spiel so, weil es einfach so viele witzige Momente hat. Auch wenn die Monster untereinander anfangen zu kämpfen und so. Jo, was haben wir hier noch zum Abbauen? Ja, bei dem Barod-Kampf, der ist zwar irgendwie nervig mit seinem ganzen Schlamm und mit seinem gepanzerten Kopf. Aber irgendwie mag ich ihn. Vielleicht auch größtenteils aus Nostalgiegründen, weil es, wie gesagt, so als eins der ersten beeindruckenden Monster war, wo ich auch mal gezielt so ein Teil abschlagen musste, wo ich schlecht rankam und es doch irgendwie geschafft habe. Ja, ich mag den Kampf einfach. Was soll ich sagen? Irgendwie. Die alte Schlammschleuder ist schon witzig. Piece of cake. Jo, nehmen wir natürlich alles mit. Ich achte im Moment auch gar nicht so genau drauf, was ich loote. Ist eigentlich größtenteils eh uninteressant. Interessant ist der Loot nur letztendlich für die Rüstung und für die Waffen, die man sich als Ziel gesetzt hat. Und da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen. Ja, was man lootet, vor allen Dingen, was man den Monstern an Teilen abschlagen will. Weiß ich nicht, Flügel, Schwanz, Kopf sind so die Klassiker. Aber im Moment ist es noch relativ egal. Wir haben ja sogar gesehen, selbst die Rüstung, die ich aktuell anhabe, die konnten wir einfach bauen, weil wir das Monster einmal besiegt haben, glaube ich, maximal zweimal. Optionale Nebenquests müssen wir wieder was annehmen. Oh, wir haben nur noch zwei aktuell. Sind es eigentlich immer die gleichen hier? Ne, Quest Flutwald muss sich ja doch mal irgendwie ändern. Aber hier oben ist irgendwie immer das Gleiche. Come again. Jo, was sollten wir für das Lager machen? Das könnten wir vielleicht noch eben machen. Ah ne, ah, hier sehe ich es ja gar nicht. Sandebene, Kestodons. Ja komm, das machen wir mal eben in der Expedition, würde ich sagen. Im richtigen Monsterkampf kommen wir ja eh nicht dazu. Erkundung der Inseln, der Sandebene, Flutwald, Ruinen. Der Sandebene. Komm, für so ein paar Kestodons werde ich jetzt nicht essen. Und dann hätten wir hier schon mal ein zweites Lager. Gibt bestimmt zwei, drei Lager pro Gebiet. Wie gesagt, in den Heiligen Ruinen habe ich auch noch gar nichts in der Richtung gesehen. Da war ich allerdings auch noch ganz neu im Spiel und habe null auf solche Dinge geachtet. Vielleicht muss ich mal auch auf eine Karte gucken, wo die Lager so sind. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Sammeln, verbergen, Dauerwesen, andere einheimische Wesen, sammeln. Gab es nicht auch eine Möglichkeit? Es gab ja auch eine Möglichkeit, sich einheimische Wesen anzeigen zu lassen, oder? Andere einheimische Wesen. Aber gut, dass ich hier nicht mal über die Symbole drüber gehen kann. Sehen wir hier schon irgendwo Kestodon oder sowas? Ne, Helferwesen, andere einheimische Wesen. Okay, wir haben sie sonst, glaube ich, immer gesehen, weil sie uns auch explizit als Questziel angezeigt wurden, wenn wir ein Questziel hatten, so kleine Viecher zu erledigen. Das ist jetzt natürlich für diese Lager... Lieferanfrage nicht der Fall, aber ich glaube, da vorne ist schon eins. Ich glaube, diese Viecher sind doch die Kestodons, oder? Hatte ich nicht... Kleine Monster erlegen. Liste kleiner Monster aktualisiert. Nee, es war ein Renoploss.
So, was sind dann Kestodons? Oh, da oben, da unten rennt auf jeden Fall, glaube ich, ein, beziehungsweise mehrere rum, die man, ein Kelbi war das, glaube ich, ne? Kann man für die uralten Tränke gebrauchen. So, jetzt bin ich hier schon wieder irgendwie... in irgendwelchen Untergrundebenen unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gerade will. Kommen wir irgendwie wieder rauf, gescheit? Oder wo finden wir hier mal ein paar Kestodons? Im Moment anscheinend irgendwo gar nicht. Irgendwie gar nicht. Also hier unten in diesen Höhlen scheint sich mal echt überhaupt nichts rumzutreiben. Ich glaube, ich muss mal mehr oben in den Sandflächen bleiben. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder auf die Sandflächen oben? Ah, das sind auch keine Kestodons da unten, oder? Zeig mal, was haben wir denn hier? Jagger, ne, sag ich doch, ist doch kein Kestodon. What's this? Also ich meine, Kestodons wären die Viecher mit dem relativ rundlichen Panzer, die so ein bisschen schildkrötenartig aussehen. Oder vertue ich mich da komplett? Will ich natürlich auch nicht ausschließen. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder raus? Irgendwo muss es doch auch mal Höhlenein- und Aufgänge geben, ne? Ah ja, das hier sieht doch eigentlich ganz so aus. Und dann müsste ich jetzt mal gucken, dass ich weiter oben bleibe. Oh Gott, ey. Nein! Okay, voll verkackt. Aber ja, doch, das war, glaube ich, sowas Kestodon-mäßiges. Oh Gott. Nein, das mache ich jetzt bestimmt nicht hier, irgend so ein Lieferobjekt abliefern. Das Pflanzenfresser-Ei ist bestimmt auch noch irgendwann eine Quest, die wir machen müssen. Aber eigentlich hätte ich jetzt gerne mal diese Kestodon-Quest hier langsam erledigt. Ich dachte eigentlich, die haben wir super schnell erledigt, aber das war mal wieder ein Trugschluss gewesen. Aber das ist doch der, den wir gerade schon erledigt haben, oder? Nee, Renoplos. Man kann es sich hier aber auch nicht anzeigen lassen. Die Großen werden einem angezeigt. Jede Menge komisches Kleinviech, aber in World und Iceborne konnte man doch definitiv die kleinen Monster hier sehen. Leute, ich glaube, wir vertagen das doch aufs nächste Mal. Das dauert jetzt zu lange. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.